Servus, ich grüße dich. Der Helmut ist hier aus dem wunderschönen tropischen Thailand, hier aus Buriram City. Und ich freue mich, dass du bei diesem Video mit dabei bist, in dem es um Kulturverständnis geht, um Verständnis für die thailändische Kultur oder generell von mir aus auch um Eigenverständnis. Vielleicht ist das auch, manchmal ist es schwer, den Titel zu finden. Und zwar, ja, weil es behandelt eigentlich so zwei Themen, die aber so ineinander übergreifen. Und zwar zwei Themen, es geht um, genauer gesagt, zwei Kommentare, die ich so unter meinen letzten Videos hatte und die mich sehr stark zum Nachdenken angeregt haben. Der erste Kommentar, der wirklich, ich glaube, es geht wirklich darum, es hätte mir wirklich, glaube ich, geholfen schon vor Jahren, wenn ich unter diesem Aspekt versucht hätte, Kultur zu verstehen. Ich glaube, da ist es noch viel leichter, Kultur zu verstehen. Und zwar, das ging um eines der letzten Videos, wo ich, da hat jemand unter das Video den Kommentar geschrieben, wie es wohl in Deutschland wäre, wenn die Deutschen mit der thailändischen Situation konfrontiert wären. Das heißt, in Thailand hier gibt es ja kein Sozialsystem, es gibt es gibt schon eine Sozialversicherung für die Beamten, für die Lehrer, die Beamte sind, für die Polizisten und so weiter, aber so der normale Durchschnittsteil, der hat keine Sozialversicherung, der hat kein Sozialsystem, es gibt weder Arbeitslosengeld, noch Hartz IV, noch sonst irgendetwas. Es gibt so, der Urlaub ist auch bei vielen so, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob es da einen gesetzlichen gibt, so gefühlsmäßig, ja, 2 Wochen vom Arbeitgeber bezahlt, wenn es drüber hinaus ist, und zwar müssen die, wo du in Europa überall irgendwie einen Mutterschaftsurlaub und Mutterschaftskrankenstand hättest, das gibt's ja, da müssen die Urlaub nehmen. Wenn der Sohn krank ist und die Mutter muss zu Hause bleiben oder im Krankenhaus den Sohn versorgen, weil das hier so ist, dann wird ihr das vom Urlaub abgezogen. Und wenn die 14 Tage Urlaub verbraucht sind, und hier sind viele, die arbeiten hier auch 6 Tage die Woche, dann kriegt die keine Kohle mehr dafür, ganz normal. Dann wird das einfach runtergenommen vom Gehalt. Das wird hier ganz einfach abgezogen hier. Und das sind alles so Sachen, die Deutsche nicht kennen. Nicht kennen. Und dabei geht es um die Frage, ob Deutsche das können würden. Und die Frage unter dem Kommentar war eben, wie würde es in Deutschland aussehen? Wie würden deutsche Menschen, nicht nur deutsche Menschen, sondern wirklich, das ist diese ideologische Vorstellung, wie würde es in Deutschland zugehen, wenn auf einmal morgen heißt, genau die gleichen Bedingungen wie in Thailand, Hartz IV gibt es nicht, Zuschüsse vom Staat in jeglicher Art und Weise gibt es nicht. Es gibt nur noch 14 Tage Urlaub, außer die Beamten natürlich. Es gibt aber ansonsten nur noch 14 Tage Urlaub. Es gibt kein, in dem Sinn, Krankenstand. Ich glaube auch, du hast hier keinen Krankenstand. Wenn die Leute hier krank werden, dann wird das dem vom Urlaub abgezogen und dann kriegen die einfach keine Kohle für die Zeit, wo die krank sind. Fertig, aus. Das läuft hier so, ich weiß jetzt nicht, ob es, das ist immer so eine Frage. Ich habe das sehr oft erlebt, es kann aber auch sein, dass gesetzlich anders ist, aber es wird ja oft dann einfach so anders gelebt, weil es immer schon so war. Deswegen bin ich mir da jetzt auch nicht ganz sicher, ob das bei den Arbeitern so ist, aber auf alle Fälle ist das so, bei den sehr vielen Arbeitern, die ich also kennengelernt habe, die in der Privatwirtschaft arbeiten, wenn die krank sind, kriegen die einfach keine Kohle. Ah, du bist krank, du bleibst zu Hause, zack, gib einfach kein Geld. Ich weiß nicht, wie das mit den Schulen ist. Bei mir selber war das ja eigentlich so, wo ich in Chiang Mai war, wenn du krank bist, zack, kriegst du einfach keine Kohle, fertig, aus. Und ich war als Lehrer angestellt sozusagen. Also, egal. So, und da ist jetzt wirklich die Überlegung, wenn du dir, weil ja viele Leute sagen, so die, es wird ja sehr, das kam ja auch darauf, weil bei so einem Beitrag von Arte, ich das Gefühl habe, der Reporter nicht das Gefühl hatte, der hat manipulativ gearbeitet, manipulativ kommuniziert, aber es kam für mich so rüber mit so, dass die Thailänder so ein bisschen kognitiv unterentwickelt werden. Das kam für mich subjektiv so drüber.
Und ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die glauben, dass Deutschland, das heißt, dass Deutschland ist so viel besser entwickelt, das Schulsystem, alles ist so viel besser. Und das ist für mich eine Frage, ist es wirklich so viel besser? Denn wie würde Deutschland reagieren? Was wird in Deutschland passieren, wenn morgen, das so wäre, wie ich das jetzt beschrieben habe? Keiner würde mehr Hartz IV kriegen, keiner würde mehr Arbeitslosengeld kriegen und die ganzen anderen Sozialleistungen, die es so in Deutschland gibt, Krankenhaus, alles selber bezahlen. Die haben hier zwar auch irgendwas, wo die nicht bezahlen müssen, irgendwelche Sachen, aber ich glaube, ansonsten musst du hier jede Operation alles selber bezahlen. Wenn das so wäre in Deutschland, wie würde es, wenn morgen das eingeführt wird? Mich würde interessieren, wie es in Deutschland in einem halben Jahr aussehen würde. Und das meine ich wirklich jetzt an Ernst. Also, um für sich selber einmal zu kalibrieren, das Bild, das man so hat, wenn wir so gucken auf dritte Welt oder Entwicklungs-, also Länder oder wie man die auch immer nennen mag. Und ich hatte früher ja schon sehr oft, weil ja hier die Schulbildung nicht so war, aber ich hatte ja sehr oft erlebt, Leute, die hier ihr Geld verloren haben, der Herr Doktor und der Herr Magister und die Thailänderin, die nur 2 Jahre die Schule besucht hat, hatte eigentlich die Kohle vom Herrn Magister nach 3 Jahren und der Herr Magister hatte nichts mehr oder der Herr Doktor. Und da habe ich mir damals schon gedacht, naja, die Frage ist, wer ist jetzt dumm? Ist eigentlich der Doktor dümmer oder die Thailänderin, die nur 2 Jahre Schule hatte, aber jetzt eigentlich die Pensionsabfindung, die der Herr Magister gekriegt hat oder die Lebensversicherung, die der gespart hat für die Rente, wenn das jetzt dann eigentlich im Besitz der Thailänderin ist, Form von Bargeld und von Grundbesitz und so weiter. Das hat mich immer schon so beschäftigt hier. Und das ist jetzt auch so, ich hoffe, du kannst das nachvollziehen, wenn ich das so erzähle von Deutschland. Wie wäre das, wenn wirklich die Verhältnisse wie in Thailand in Deutschland, wie ist das Deutsche oder Österreich, ist ja jetzt egal, ob Österreich, Deutschland oder Italien oder Frankreich, ob die so gut ausgebildet wären und wie die sich damit zurechtfinden würden. Weil man misst ja immer sonst so die Intelligenz, wenn man sich in seinem Land so irgendwie besser verhält. Aber wir haben das Auto erfunden, also super. Ich meine, ist ja super, keine Frage. Ich glaube auch damals war Deutschland das Land der Dichter und Denker, glaube ich wirklich. Aber wie ist das wirklich so heute, wenn du, wie wäre das? Wie würde das deutsche Volk, wie wird sich Deutschland innerhalb vom halben Jahr entwickeln? Würden die zurechtkommen? Könnten diese, keine Pensionen, also es würde nicht nur arbeitslos sein, sondern es wird keiner mehr Pension kriegen. Was wird passieren in Deutschland? Alle würden hier, zack, ja, wenn du Kohle willst, frag doch deine Kinder, lass dich von deinen Kindern versorgen. Deutschland würde den 70-Jährigen einfach nur, wie viel? Ich glaube, die kriegen umgerechnet so 20 Euro circa. Der 60-Jährige kriegt, glaube ich, so um die 10 Euro, 12 Euro und dann mit 70 kriegst du 2, da gibt es also eine Steigerung. Ne? Also, ich glaube, es ist zutreffend, wenn man sagt, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Stell dir das mal vor, ab morgen Pensionen, zack, nur 20 Euro Einheitspension bis 30 Euro oder 40 Euro, wenn man 80 ist, das steigert sich alle 10 Jahre. Der 60-Jährige so viel, mit 70 kriegt so viel, mit 80 so viel, ich weiß nicht, mit 90 vielleicht noch mehr, kriegst vielleicht sogar echt 40 oder 45 Euro, ich weiß es nicht. Krankenhaus selber zu bezahlen, wenn du irgendwo hin musst, Medikamente alle selber bezahlen, okay, die Tabs wären vielleicht dann etwas billiger wie in Thailand hier, sind ja doch einige Tabs ein bisschen billiger als in Deutschland. Aber das einfach mal so nachvollziehen, es gucken ja viele auf meinen Kanal, die auch Thailand so ein bisschen kennen, wie würde es dazugehen? Und dann unter dem Aspekt fragen, sind Thailänder wirklich, also jetzt vom Volk her, unterentwickelt oder haben die eigentlich eine gute soziale Intelligenz, Kompetenz, eine gute Intelligenz, was es betrifft, zu überleben? Weil ich persönlich in meiner Meinung denke, wenn das jetzt in Österreich so wäre, nehmen wir halt Österreich oder Deutschland, ich glaube, das würde sich nicht viel nehmen. Ab morgen gibt es keine Pension mehr, die Leute müssten von den Kindern versorgt werden. Am Land habe ich in Österreich das Gefühl, da würden die Kinder noch ein bisschen mehr Mitleid haben mit den Eltern. Wenn ich aber
mich zurückerinnere auf meine Erfahrungen mit Wien, da habe ich immer kennengelernt, die haben, Wiener haben ja Eltern gehasst, da war überhaupt keine Beziehung. Ich glaube, da würden alle Pensionisten verhungern. Die würden keine Pension kriegen, die hätten 20 Euro, mit was würden die eine Wohnung bezahlen? Wo würden die wohnen? Die Kinder würden die nicht aufnehmen zum Wohnen. Ich glaube, es würde, und dann kommt ja auch das, was eher ein deutscher Dichter mal gesagt hat, zuerst kommt's Fressen und dann die Moral. Dann würden wir wirklich wieder mal mit dem extrem konfrontiert sein. Und das ist nämlich, was viele eben vergessen, hier in Thailand noch so. Dass hier in Thailand eben, ich sehr oft da in Videos extra betoniert habe, dass hier viel mehr noch ist, dass Leute ums Überleben kämpfen. Es ist nicht so, es ist hier keiner verhungert, weil du, wie gesagt, du hast hier immer eine Bananenstaude, wo du eine Banane runterreißen kannst. Also du wirst hier nicht verhungern, und ansonsten gibt es hier den Tempel, wo du hingehen kannst. Du kriegst hier im Tempel immer was zu essen, wenn du den Mönch fragst, der wird da immer was zu essen geben, egal welche Nationalität, Rasse, Geschlecht oder sonst du bist. Du wirst hier echt, glaube ich, das ist in denen so drin, die würden dich versorgen. Also verhungern würdest du hier nicht. Aber trotzdem haben die viel mehr mit diesen echt noch primären Überlebensstrategien zu kämpfen, weil eben das eben nicht so ist hier. Ich kenne Österreich wie Deutschland. Immer wenn was ist, wird als erstes geschrien hier, der Staat muss was machen. Die Idee, die gibt es ja hier in Thailand nicht. Du hörst hier Thailänder nie so, ja, da muss ja irgendwer zuständig sein im Staat dafür. Die Idee gibt es hier schon nicht. Geschweige denn, dass hier es rumoren würde, so eine Idee, so eine Ideologie. Und das hat mich echt so beschäftigt, dieser Kommentar, wo ich mir dachte, boah, wie würde es bei uns, also da, wo ich geboren bin, Österreich, aber die meisten meiner Zuseher sind Deutsche, zugehen, oder auch in der Schweiz, ich weiß es nicht, wie es in der Schweiz, die sagen immer, ich grenze die aus, ich grenze die nicht so aus, ich habe zu wenig wirklich Einblick in die Schweiz, wie es da sozial abläuft. Von Deutschland kann ich viel mitreden, weil die meisten meiner Kunden Deutsche waren, ich selber in Deutschland 2 Jahre gelebt habe, da ist einfach, da habe ich viel mehr Adaptationsbasis dazu, als ich jetzt zur Schweiz habe. Und ich glaube, es würde echt übelst, wirklich übelst zugehen. Wenn ab morgen das so wäre, wenn du das ein halbes Jahr vorausrechnest, ich glaube, das wäre übelste Katastrophe. Da würdest du wirklich, und das glaube ich wirklich, da würdest du in Deutschland und Österreich auf der Straße über Leichen drüber steigen. Wenn der Staat da die Leute nicht unterstützt, die würden verrecken, verhungern, an Krankheiten verrecken, sowieso, weil die sich einen Arzt nicht mehr leisten, kein Geld hätten für einen Arzt und so weiter, fürs Krankenhaus. Da würden Leute auf der Straße verrecken, und es wäre wahrscheinlich zu wenig Personal, da die wegzuholen. Da würdest du, glaube ich, wirklich, das wäre eine Pandemie, da wäre dann echt die Pandemie der Hilflosigkeit. Ich glaube, kulturell oder intelligenzmäßig gesehen, würden wir, also ich zähle mich jetzt als wir in Österreich, auch wenn ich in Österreich jetzt leben würde, nicht damit umgehen können, so gut, wie das die Thailänder machen. Aber wir blicken auf die, und auch ich zähle mich da dazu, weil wir müssen immer be- und fair, es gibt immer Leute, die sagen so, na, nicht urteilen. Es ist in uns eingeboren, dass wir urteilen. Aber es ist ein Unterschied, und wir erwischen uns, weil es in unserer Kultur drin ist. Es geht nur darum, weniger zu verurteilen. Ich versuche eben die Leute eben nicht nach den Werten zu beurteilen, sondern an ihren Ergebnissen und nicht nach meinen Werten. Das ist ein schwieriges Thema, das ist ein philosophisches Thema. Aber ich schließe mir eben nicht aus, wir beurteilen, und das ist eben bewerten, beurteilen, wenn wir andere so sehen, wie machen die das, dann haben wir eben die Adaptations-, die Ausgangsbasis, wie, von der aus wir in der Welt agieren, wie wir das gewisse Sicherheiten, Sachen gelernt haben, die für uns vorhanden sind, und können da uns gar nicht reinversetzen, wie das für diese Leute hier ist, die eben, wie gesagt, keine dieser Systeme haben und
trotzdem die Kinder in die Schule schicken müssen, den Kindern aus ihrem Privatgeld eine Schuluniform kaufen müssen. Das gab es ja bei uns zum Beispiel nicht. Gibt es einmal alles für und wieder. Mit der Schuluniform gibt es wieder kein Mobben dafür, wenn sich jemand keine Markensachen leisten kann und so weiter. Aber darum geht es jetzt ja nicht. Sondern wirklich so diese auf sich gestellt, klarkommen bis zum Tode. Also keine Rentenversicherung, keine Rente, keine ärztliche Versorgung, die sichergestellt ist, nichts. Du musst für alles selber aufkommen. Und ich glaube wirklich, wir würden darin in Europa schlechter abschneiden, als es die Thailänder hier machen. Ich glaube das wirklich. Ist auch klar, wir würden uns, glaube ich, auch anpassen dann irgendwann einmal. Aber ich glaube, das wäre zuerst einmal ein Schock, wo es richtig, richtig rappeln würde. Und die meisten werden, glaube ich, oder nicht die meisten, aber sehr viele, wirklich ein sehr großer Teil der Bevölkerung, glaube ich, wäre nicht überlebensfähig und würde wirklich, ja, sterben und daran zugrunde gehen. Das ist jetzt dann das eine Thema, das ich gesagt habe, um Kultur zu verstehen, wirklich für dir selber einfach einmal, dann wirst du auch die Thailänder besser verstehen unter diesem Gesichtspunkt, wenn du alles, was du hier so kennenlernst, einmal überträgst, wie wird Deutschland agieren sozusagen unter den gleichen Bedingungen. Und ein anderes war, da hat jemand unter einem Video kommentiert, der empfiehlt jeden, der nach Pattaya kommt, ins Begegnungszentrum zu gehen, weil da geholfen wird, da wird da alles beigebracht, wie alles ist. Und ich habe als Kommentar drunter das auch kommentiert und habe geschrieben, das ist der größte Kappes, den ich je gelesen habe. Und ich meine das aber nicht böse, aber natürlich die Berufsbeleidigten sehen das natürlich als Beleidigung. Es gibt ja heute echt schon. Ja, sollte man wirklich, glaube ich, wenn heute irgendwo steht Beruf, da könnten einige hinschreiben, Beleidigter oder so, ne? Glaube ich so. Und zwar hat das nichts mit dem zu tun, dass ich Leuten nicht gönnen will, dass die da irgendwie besser zurechtkommen. Das ist aber etwas, was mir aufgefallen ist, auch bei den ganzen World Travelern, das ist nichts anderes, wie die orientieren sich alle nach, wie heißt das, TripAdvisor. Ich war bis heute geflissentlich noch nicht auf TripAdvisor. Wahrscheinlich bin ich schon irgendwann mal draufgeklickt oder so, aber ohne wahrscheinlich wirklich, aha, also nie, wie ich gucke jetzt hier mal, weil ich nicht weiß, wie ich umgehen sollte. Ich kann mich noch ganz am Anfang erinnern, nicht am Anfang, wo ich nach Chiang Mai gekommen bin, damals die Lehrerausbildung gemacht habe, da war jemand, der gesagt, ja super, treffen wir uns am Abend da und da zum Essen, ich habe gehört, das soll so super sein. Da war man irgendwo, es war der größte Durchschnittsscheiß überhaupt, also komplett null mit irgendeiner thailändischen Kultur zu tun. Natürlich war da Thai-Food, aber dieses Duri-Abgespeise einfach. Und ich frage dann, wie kommst du dann dazu? Ja, TripAdvisor, stand da super bewertet im TripAdvisor. Und so sehen diese Leute das Geld und deswegen sage ich, die Welt. Und das meine ich auch mit diesem im Begegnungszentrum. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich möchte wirklich Leuten helfen, einfach so ein bisschen anschubsen, aufzuwachen. Ich weiß, dass die meisten Deutschen und das deutsche Volk eh, das eine waren ja Amerikaner, das deutsche Volk, habe ich irgendwo mal gelesen, überhaupt am ärgsten, am beratungsresistenten ist, wenn es um die Kultur geht, um das Verständnis einer anderen Kultur. Dass die Deutschen wie keine andere Kultur, sei Weißwurst, sei Bratwurst, sei Wiener Schnitzel fressen will, wie kein zweiter. Jeder Amerikaner, Franzose kann sich eher anpassen und im fremden Land das Essen essen, aber der Deutsche fühlt sich am wohlsten, wenn er genau dieselben Sachen isst, wie er zu Hause isst. Er will in ein anderes Land, fernes Land, aber er will die Kultur von zu Hause mitnehmen. Deswegen, kein anderes Land besucht ja so viel Cluburlaube wie die Deutschen. Da diese Kultur, die diese Clubs in der Türkei, da finden es ja kaum Amis, kaum Franzosen, oder die ist ja 90% von Deutschen okkupiert. Warum? Und in den Clubs kriegst du kein türkisches Essen, sondern deutsches Essen. Da fahren die in die Türkei, sind irgendwo komplett unter Deutschen,
nur mit Deutschen und Deutschen essen. Und das ist ja eigentlich nicht ganz, ein bisschen ungeschickt beim Denken, wenn man sagt, man will woanders auswandern, in eine andere Kultur. Und jetzt habe ich das vielleicht ein bisschen so aus dem Zusammenhang gerissen mit den TripAdvisor, das ist mir auch passiert bei diesem World Travelern. Und irgendwann sagen die einmal dann, hey, schmeiß TripAdvisor weg, lösch das von deinem Computer, blockier die Seite. Wo ich mir denke, mir hat das noch nie jemand sagen brauchen. Deswegen habe ich so, so viel mehr erlebt im Leben, wie alle anderen, weil ich eben mich vorher nicht informiere. Was passiert, wenn du, egal ob du TripAdvisor oder ob du in ein Begegnungszentrum oder sonst irgendwo hingehst, wenn du irgendwo neu hinfährst in ein neues Land. Ich bin jetzt hier neu in Buriram und ich habe nicht im Internet geguckt, was gibt es in Buriram, wo, wie soll ich wohin gehen. Und zwar ganz bewusst nicht. Warum? Nehmen wir jetzt TripAdvisor, wenn du auf TripAdvisor, da schreibt irgendwie jemand. Wenn du nach dem lebst, dann machst du die Erfahrungen, zwar deine eigenen, mit deiner eigenen Brille gefärbt, aber du machst die Erfahrungen von dem Autor, der auf TripAdvisor schreibt. Nur durch deine Brille gefärbt, ansonsten nichts. Du erlebst niemals das Land. Das gleiche ist mit Thailand. Mit jedem Land, wo du hinziehst, du, wenn du ins Begegnungszentrum gehst, dann kriegst du die Erfahrungen von all den Leuten, die da drüben sitzen, aber nicht deine eigenen. Nicht die Erfahrung von Thailand, weil da sitzt eben kein Mr. Thailand drüben und erzählt dir von dem, was Thailand ausmachen würde, sondern die subjektiven Meinungen von Leuten, die diese Leute über Thailand haben. Und du bist ungewollt, wenn du da sitzt, deren Meinungen ausgeliefert, weil du bist ja dann die Einzelmeinung und dann wirst du da überrollt. Und dann erlebst du eigentlich Thailand aufgrund dieser Information, wie die Thailand erleben, und färbst es zwar durch die eigene Brille, hast aber nie die Möglichkeit, wirklich echtes, authentisches Thailand kennenzulernen. Wobei, das wirst in Pattaya sowieso nicht kennenlernen. Das ist das eine. Aber trotzdem glaube ich generell, es ist nicht falsch, wenn man wirklich sich nicht zurechtfindet. Es gibt viele Menschen, die brauchen Hilfe, weil die alleine sonst nicht zurechtfinden, dann ja. Aber mit den Kappes habe ich gemeint, ich finde es nicht unterstützenswert, Leute auch noch aufzufordern, Fähigkeiten abzugeben, anstatt Fähigkeiten Leuten zu sagen, weil es ist ungefähr so, wie wenn du da hingehst wie ich, das ist wie ins Fitnessstudio zu gehen. Du trainierst dich, Sachen, die du nicht kennst, du machst Sachen neu, du entwickelst dich. Zu sagen, geh da hin und lass dein Leben für dich leben, das ist wie jemandem zu sagen, setz dich auf die Couch und guck Fitnessprogramme an, anstatt zu sagen, na, geh lieber mal raus, entweder ins Fitnessstudio oder in den Wald und trainier mal für dich irgendwie, versuch deinen Körper fit zu halten. Zu sagen, na, setz dich vor den Fernseher, es gibt Leute, die trainieren, du kannst das outsourcen, die trainieren für dich, du brauchst nur am Fernsehen zuschauen und dann weißt du, wie Gesundheit funktioniert. Davon wirst du nicht gesund und davon hast kein glückliches Leben. Und genau deswegen habe ich geschrieben, dass das der größte Kappes ist, weil es hindert dich nicht komplett im Leben, aber es hindert dich wirklich am eigenen Leben. Wenn du irgendwo hingehst, wo da Leute dann helfen. Natürlich, manchmal ist Hilfe gut. Ne? Wenn du ja beim Bergsteigen irgendwo abgestürzt bist, ist es nicht schlecht, wenn da jemand hilft. Aber wenn dich jemand hochträgt auf dem Berg, dann hast du keine Bergsteigerfahrung. Dann ist das für nichts. Und wenn du woanders hinziehst, ist das ungefähr das Gleiche, wie wenn dich jemand wie ein Baby durch die Gegend tragt. Ein Baby lernt nur deswegen laufen, weil es nicht durch die Gegend getragen wird. Solange es getragen wird, wird es nicht laufen lernen. Und ich bin mir sicher, du bist heute froh, dass du gehen kannst und eigene Erfahrungen machen kannst, dass dich deine Mutter nicht jetzt bis 70 Jahre durch die Gegend getragen hat, weil dann würdest du heute noch nicht laufen können. Dann würdest du heute wissen, weil du gehen kannst, weißt du, du hättest viele Sachen verpasst, die du nicht erleben hättest können, wenn du noch immer nicht gehen kannst. Und das ist natürlich hart, du fährst oft aufs Maul beim Gehen lernen, tut da weh, wenn du hinfällst. Und genauso ist auch, du gehst hin, machst falsche Entscheidungen. Dann gibt es natürlich eben diese Obergescheiten, die dann sagen, ah, der ist aber schlecht informiert. Siehst, hätte er sich besser informieren können. Na, hättest nicht. Weil dann hättest du die Erfahrung nicht selber gemacht.
dann lebst du das Leben von anderen. Das ist auch, was ich oft erlebe, dass ich mir denke, einige Leute leben gar nicht mehr selber. Die leben das Leben, wie es in den Medien vorgelebt wird und gar nicht selber. Deswegen meine Empfehlung, also ich rede nicht gegen das Begegnungszentrum, aber geh wirklich hin, versuch deine eigenen Erfahrungen zu machen, versuch selber wahrzunehmen, dich zu orientieren, wo du bist, wie ist es. Es hat ja einen Grund, warum jemand, ich nehme das jetzt mit Pattaya her, nach Pattaya auswandert. Das gleiche ist aber nach Chiang Mai oder sonst irgendwo hin. Das sollte ja einen Grund haben, was bewegt dich denn, dass du da hingehst? Da bewegt dich ja irgendetwas. Und dann gehst du her und nimmst einen TripAdvisor. Also, das habe ich eben so erlebt, wie die Leute, die mit TripAdvisor gelebt haben. Da habe ich mir echt super oft gedacht, die kamen echt daher, ich habe 120 Länder bereist. Und dann sprichst du mit den Leuten und du merkst, der hat eigentlich gar noch nichts bereist. Der hat noch nichts bereist. Der ist ein Abklatsch vom TripAdvisor. Der hat all das gesehen, was im TripAdvisor drinsteht. Der hat aber nie irgendeinen Kontakt. Zumindest merkst du das ja dann in Chiang Mai. Der kann kein Wort irgendwie thailändisch, außer Aloy oder sonst irgendetwas. Aber ansonsten kann der nichts. Der hat noch nie thailändische Kultur kennengelernt. Der war zwar überall, wo bei TripAdvisor steht, dass Chiang Mai sehenswert ist. Trotzdem kennt er nichts von Chiang Mai im Endeffekt. Also, wo du sagst, nichts von der Wahrheit. Der kennt nur das für die Touris gemachte sozusagen. Aber ist auch okay, wenn jemand so lebt. Also wie gesagt, ich habe da auch kein bekehrt gesagt. Nee, ich habe mir nur oft gedacht, naja, weil die sich immer so geplustert haben und so. Ich habe mir so gedacht, so, ja, ich weiß nicht. Die wollen da dann ja auch verkaufen, dass du auch so leben solltest, ne? Ich war ja nur in 30 Ländern, der war ja in 120 Ländern. Der ist ja viel, 120 ist ja viel besser, ne, als wenn du nur in 30 Ländern warst, zum Beispiel. Und wie jeder eben so für sich meint, meine Erfahrung ist halt, dass man viel emotional tiefsinniger sich austauschen kann mit Leuten, die selbstständig denken beim Reisen und selbstständige Erfahrungen machen, als Leute, die eigentlich diesen ausgetrampelten Pfad hinten nachlaufen. Die erleben halt das, was alle anderen vorher auch erlebt haben. Dann kannst du auch vor dem Fernseher sitzen und Thailand-Filme anschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt damit und das klargestellt, wie ich das gemeint habe. Boah, ist das ein langes Video geworden. In dem Sinn, freue mich, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Servus.